Hi, schätze ich. Ja, so sieht man sich wieder, Spaß. Ja, wie man vielleicht bemerkt hat, war ich eine sehr lange Weile nicht sonderlich aktiv auf diesem Account. Und ich nehme jetzt um kurz vor 6 Uhr morgens dieses Video auf, weil ich früh aufgewacht bin und mir dachte, komm, du machst das jetzt. Video. Deswegen klinge ich wie so eine halbe Leiche. Wir reden davon will nicht über die Sinnhaftigkeit davon. Denn das Ganze hat keine Sinnhaftigkeit. Wie gesagt, es sind in letzter Zeit sehr wenig Videos von mir gekommen. Und das Ganze hat auch, sagen wir, einen Grund. Ich möchte vorher sagen, ich entschuldige mich über diese grauenvolle Qualität von meinem Mikro. Aber ich habe im Moment nichts Besseres. Meine einen Kopfhörer kann ich nicht am Laptop anschließen. Und sonst habe ich nur noch so ein komisches Mikro von so einem Wii-Spiel. Und das ist mittelmäßig. Deswegen müssen wir uns wohl damit zufrieden geben. I'm sorry. Jedenfalls, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, mein Kanal heißt anders. Er heißt nicht mehr Jesse Crazy Watcher, was ja eine Anlehnung war an meinen SSO-Namen, sondern er ist einfach nur noch Jess Nadi, was es irgendwie wundert, das ist ein Mix aus meinem ersten und meinem zweiten Namen. Jessica und Nadine, Jess Nadi. Voll kreativ, ich weiß. Und ja, ich möchte andere Videos bringen. Und zwar tatsächlich mehr sowas in die Richtung, ich würde sogar fast sagen, Meinungsblogs. Ich habe einfach Lust, in Videos über meine Meinung zu reden. Ich habe ja schon angefangen mit diesem Format. Mein Deutsch verlässt mich wieder. Lasst uns reden über. Und ich muss sagen, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch vorhin Videos von mir angeguckt und mir ist aufgefallen, die Videos, in denen ich auf Nostasia gespielt habe, irgendeinen Pferdekauf gemacht habe oder so, die waren absolut langweilig zum Angucken, weil ich da einfach nicht drin war. Ich habe es nicht gefühlt. Es war so, ich habe mich beim Angucken gelangweilt von meinem eigenen Video. Und dann habe ich dieses Lass uns reden übergesehen und dachte mir, hey, das ist nicht so schlecht, das ist eigentlich echt gut. Und meine Stimme mag mich heute auch nicht, merke ich gerade. Und da habe ich gemerkt, ich fühle das halt einfach. Außerdem gucke ich selber so einige Meinungsblogger, wie zum Beispiel KuchenTV, Just Nero, Alpha Kevin. Noch irgendwen? Ja, und dann halt noch ein paar, wo ich halt hin und wieder mal reingucke, aber die ich jetzt nicht so aktiv gucke. Genau. Ich finde sowas ehrlich gesagt ziemlich cool und es gibt durchaus Themen, bei denen ich Lust hätte, einfach mal drüber zu reden. Die Sache ist nur folgende. Ich habe bisher noch keinen Plan, wie ich das umsetzen soll. Ich habe halt absolut nicht das Equipment dazu. Wir haben zwar eine gute Kamera, aber da hört es auch schon auf. ich habe kein vernünftiges Mikro, was ich dafür benutzen könnte, außer dieses komische Wii-Spiel-Mikro. Noch dazu wüsste ich nicht mal, jetzt mal angenommen, ich würde vor die Kamera gehen für diese Videos, weil es das Einzige wäre, was mir einfallen würde. Ansonsten würde ich einfach nur noch dieses Star Stable Gameplay da reinhauen und naja, nicht nur, dass es gerne mal kritisiert wird, es ist auch einfach. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, es wird zu Recht kritisiert, weil ich gucke mir meine Videos ja selber an und ich merke selbst, wenn da einfach nur dieses Gameplay ist, es ist einfach langweilig. Ich würde ja hier auch ein bisschen rumreiten, aber ich habe nur eine Hand zur Verfügung gerade, weil ich mit der anderen mein Mikro halt. Deswegen, ich meine, ich kann ein bisschen rumreiten, wenn es dann völlig spannend ist, aber ich könnte meinen Pinguin raustun. Man könnte meinen Pinguin beobachten. Hier. ja. Und wo war ich? Ich war bei Equipment. Ja. Genau. Oder wie ich das halt umsetze. Da schlägt die Müdigkeit durch. wie ich schon sagte, es wäre halt für mich mühsam. Mein Zimmer ist übelst dunkel. Ich habe zwar eine Balkontür und daneben ein Fenster, aber das war's auch schon. Und die Sonne, das ist auch noch auf der Westseite. Heißt, die Sonne scheint da nur rein, wenn sie untergeht. Was zurzeit so zwischen 16 und 17 Uhr ist. Und noch früher? Keine Ahnung. Jedenfalls, die scheint nur kurz am Abend rein. Und mein Zimmer ist groß und hat halt nur dieses Licht von draußen. Was im Sommer, by the way, sehr angenehm ist, weil mein Zimmer im Sommer immer kühl bleibt. Das ist echt nice. Das ist nice. Und, aber ja, fürs Video aufnehmen ist das halt unfassbar mies, weil ich ein unfassbar schlechtes Licht im Zimmer habe.
Könnte man sich sagen, ja, geht einfach in einen anderen Raum, aber es ist halt immer doof. Ich meine, ich habe eine anderthalbjährige Schwester zu Hause und Hunde. Und wenn ich dann irgendwo unten hingehe zum Videos machen, dann das wäre die absolute Katastrophe. Deswegen weiß ich halt nicht. Die Möglichkeit, ich bin jetzt aber so. Ach Gott, es tut mir leid. Jetzt überkommt mich meine Müdigkeit. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also es würde sich sicherlich irgendwie einen Weg finden. Im Notfall geht man einfach raus. Ich will eh wieder häufiger an diesen einen See. Hockt man sich ja halt an den See, keine Ahnung. Ich kenne nur Zeiten, da ist da niemand. Es klingt jetzt, als wäre ich voll der Experte bei diesem See, aber es ist halt so. Ich bin da. Bin ich eigentlich die Einzige, die diesen ersten Lockdown noch mega genutzt hat, so zum Joggen gehen? Und so? Da sagt mich, bin ich die Einzige. Ja, wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Also ich schweife ab. Oh Gott. deswegen muss ich halt gucken. Vielleicht werde ich es halt einfach weiter mit Dustable Gameplay machen, weil ganz ehrlich, es ist halt einerseits langweilig zum Angucken, andererseits, ich habe halt keine Ahnung, was ich drunter packen soll. Nennt mich unkreativ, denn das bin ich. Ich bin unkreativ. Ich kann kreativ sein manchmal, aber eher selten. Deswegen, ja. Ich habe auch vor, erstmal noch nicht so viel Geld in diese ganze YouTube-Sache rein zu investieren, weil selbst wenn ich jetzt anfange, wieder aktiver Videos zu machen, es ist nicht mein Haupthobby und es soll auch nicht mein Haupthobby sein. Zumindest noch nicht. Ich habe einfach da noch nicht dieses Interesse dafür. Derzeit sind so eher Dinge meine Haupthobbys wie Reiten, Joggen gehen, Zeichnen, Malen, Geschichten schreiben, Bücher schreiben. Aber Videos machen ist halt so, ja. Und dann will man natürlich nicht das ganze Geld jetzt in etwas rein investieren, wo man nicht mal eine Ahnung hat, ob man es überhaupt fortsetzt. Deswegen, ja. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ich werde sicherlich motivierter sein, Videos zu machen, wenn ich eben da jetzt diese Content-Umstellung mache. Einfach weil es besser ist. Genau. Meine Stimme verabschiedet sich immer mehr und ich habe nichts zu trinken. Hier oben in meinem Zimmer. Nice. Genau. Was gibt's noch zu sagen? Ich werde die alten Videos einfach online lassen. Vielleicht hat noch irgendjemand Bock, sich alte, schlechte Star Stable Let's Plays anzugucken. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber vielleicht hat irgendwer Bock drauf. Genau. Und das war's soweit. Und genau. Ich werde noch gucken, wie ich das mache. Stell dich einfach darauf ein. Vielleicht sogar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Star Stable Gameplay. Videos vor der Kamera, eventuell, wenn ich einen Weg finde, wie ich das mache. Im Bad könnte ich das machen, da ist gutes Licht. Es ist, ich meine, da ist wirklich gutes Licht. oder ich lasse mir irgendwas anderes einfallen, dann müsste ich aber Kreativität irgendwie haben und ja, keine Ahnung. Aber das war es erstmal soweit und dann würde ich euch sagen, Salut. Oder auch Servus, wie man hier in Bayern sagt.